nenne ich mal eine Mission. Das hat mehr Spaß gemacht, als meine Bestzeit an der Todesmarschstrecke zu verbessern. Wir haben einen Sternzerstörer stehlen können und unseren Freunden geholfen. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem vierten Mond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Irgendwie chaotisch und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten, den es in seine Klauen bekommt. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir. Für das Gute. Aber ich habe vorhin gesehen, wie Frisk Commander Javes genervt hat. So wie ich Frisk kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe. Okay. Wir reden erstmal mit den Leuten. Das Imperium wird den Sternenzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Ich schätze, der Commander hat etwas Ähnliches mit dem Sternenzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Wenigstens hat sich Wedge das richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenzer in der Alphabet-Staffel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Genug geplaudert. Mal sehen, was der Commander als nächstes für uns geplant hat. Okay. Naja. Nicht jetzt, Frisk. Sobald der Sternenzerstörer sicher abgeliefert ist, kann ich dir antworten. Wohin denn? Wir haben unser Leben riskiert, um den Sternenzerstörer einzunehmen. Und jetzt sagst du nicht mal, wohin er gebracht wird? Nicht meine Sache. Außerdem setze ich etliche Leben aufs Spiel, wenn ich jetzt zu viel verrate. Und das nach allem, was wir für Projekt Starhawk getan haben. Hör zu. Ich kann dir nicht alles verraten. Lyndon, die Soldaten auf der Victorum haben uns gerade einen Code-Gelb geschickt. Jetzt? Mist. Ruf Vanguard für eine Eilbesprechung. Ja, Mist. Gerade wo es spannend wurde. Ah, da will wissen, was Starhawk ist. Es gibt einen Notfall. Der gestohlene Sternenzerstörer hat unerwartet den Hyperraum verlassen. Hinter feindlichen Linien. Unsere Truppen reparieren den Hyperantrieb bereits unter Hochdruck, aber ihr müsst ihnen etwas Zeit verschaffen. Eine imperiale Flotte nähert sich dem Sternenzerstörer Victorum. A-Flügler sollen die feindlichen Jäger abfangen. Der Rest der Vanguard-Staffel unterstützt und verteidigt. Ich kenne die imperialen Protokolle genau. Zweifellos wollen sie die Victorum mit Ionenwaffen lahmlegen, bevor sie sie mit Shuttles zurückerobern. Ihr müsst sie aufhalten. Die Victorum darf auf keinen Fall zurück in die Hände des Imperiums gelangen. Sobald der Hyperantrieb des Sternenzerstörers wieder läuft, gebt ihr Deckung, damit er sicher in den Hyperraum springen kann. Ich schicke euch die Koordinaten, wenn es soweit ist. Das ist meine Schuld. Ich habe den Reparaturaufwand unterschätzt. Jetzt ist das ganze Projekt in Gefahr. Hyperantriebe fallen aus, Arne. Was passiert? Wenn ich vorgeschlagen hätte, weitere Techniker nach Yavin zu schicken, wäre das nie passiert. Keine Sorge. Vanguard ist einsatzbereit. Sie sind rechtzeitig dort. Nicht wahr? Ich weiß. Aber ich werde trotzdem Hosnian Prime kontaktieren und weitere Ingenieure anfordern. Nur für den Fall. Bewegung, Pilot. Ja, ja, ist ja gut. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich hinter feindlichen Linien festgesteckt habe, in der Schlacht von Mimban, im ersten Jahr der Klonkriege. Die Separatisten setzten ein Bataillon von B2-Droiden im Nenf-Flachland ein und schnitten uns von der 224. Klondivision ab. Ein Gewitter hat unsere Kommunikation blockiert, also habe ich mir einen Lufthüpfer geschnappt, um mich mit der 224 zu treffen und Verstärkung anzufordern. Lief nicht so gut. Auf halbem Weg über das Flachland haben mich die Droiden vom Himmel geholt. Glaub mir, so eine geschmeidige Bruchlandung hast du noch nie gesehen. Naja, außer dass mein Arm im Wrack feststeckte. Dachte mir, bevor mich die Droiden erwischen, verabschiede ich mich lieber von einem Arm. Man braucht sowieso nur eine Hand, um einen Blaster abzufeuern. Ich bin also mit nur einem Arm und verdammt mieser Laune aus dem Flachland gekrochen.
So ein Elend wie mich hatten die Klone noch nie gesehen. Aber sie flickten mich zusammen und halfen uns, die verdammten Droiden wieder vom Planeten zu vertreiben. Hätte ich nur gewusst, dass die Klone 3 Jahre später durch Sturmtruppen ersetzt werden würden. Jedenfalls sollten wir zurück zum Hangar gehen. Die Victorum braucht uns. Da hat sie also ihren Roboterarm her. So, ansonsten keiner mehr da. Gut, dann Abflug. Jetzt soll ich einen A-Flügel fliegen. Wir haben gerade darüber gesprochen, was mit der Victorum passiert ist. Und Kyo hatte eine... wie nennst du es noch gleich? Es ist nur ein Gefühl, Frisk. Mehr nicht. Und was sagt dieses Gefühl? Ich glaube, das Imperium ist schuld. Die haben bestimmt den Hyperantrieb sabotiert, bevor unsere Soldaten das Schiff übernehmen konnten. Ich weiß, das klingt abwegig, aber Kyo hat meistens einen sechsten Sinn für sowas. Hör nicht auf ihn, das ist doch keine große Sache. Auf Myrial wurden wir gelehrt, die Macht zu respektieren und ihr zuzuhören. Ich kann sie nicht einsetzen, so wie es andere konnten, aber manchmal spüre ich gewisse Dinge. Ich spreche nicht gerne darüber. Heutzutage weiß man ja nie, wer gerade zuhört. Aber mal was anderes. Wann hast du eine Vorahnung über die Corellianische Lotterie, ja? Ist das dein Ernst? Wir stehen kurz vor einer Rettungsmission und du denkst nur an Credits? Hey, ich meine ja nur, solltest du irgendwelche Zahlen spüren, sag einfach Bescheid, okay? Vielleicht bedeuten sie irgendwas. Wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. So, so, Kyo ist also machtsensitiv. Da würde ich sagen, legen wir besser. So schnell wie du sie fliegen kannst. Rumpf und Schilde sind zu schwach, um sich gegen Großkampfschiffe zu behaupten, aber imperiale Sternjäger haben keine Chance. Drücke ich es, um deinen Sternjäger anzupassen. Wir haben einige Möglichkeiten, um dich im Kampf gegen die Thais noch effizienter zu machen. Mir gefallen die Schnellfeuerlaser und die Speerfeuerraketen. Okay. Jetzt kann ich also mein ganzes Schiff noch anpassen. Linker Zusatzreparaturset. Kessler schnell. Erfassungsrakete. Suchmine. Sperrfeuerraketen. Oh, was haben wir denn hier? Fabrikativ Dämpferrumpf. Feindliche Zielerfassungsdauer plus 100%. Maximale Gesundheit minus 10%. Feindliches Anvisieren verlangsamt. Okay. Wisst ihr was? Ich lasse das einfach auf Standard und flieg los. Es wird schon passen, was die uns da reingebastelt haben. Mann, ist das Teil hässlich. So ein Schrott will ich eigentlich gar nicht fliegen. Was ist hier wo? Oh, was ist denn hier passiert? Egal, der Sternzerstörer hat Probleme. Vanguard, schön euch wiederzusehen. Glaubt ihr, ihr könntet diese Bomber fernhalten? Wir sind dran, Victorum. Durchhalten. 5, fang diese Thai-Bombe ab. Wir müssen der Mannschaft mehr Zeit verschaffen. Bristen und ich kümmern uns um die restlichen Jäger. Bin dabei. Victorum, diese Bomber nähern sich schnell. Ihr solltet vielleicht die Turbolaser aktivieren. Ihre Ionenwaffen haben unsere Systeme deaktiviert. Bevor ihr da wart, waren wir schutzlos. Verstanden. Wir setzen dem Bomber vor ein Ende.
Lass dich nicht von ihren Ionenwaffen treffen. Ja, dann ist die Steuerung dahin. Oder schlimmer. So, komm her, kleiner Teiljäger. Macht schnell! Imperiale Shuttles kommen zu euch! Haltet sie auf Distanz! Wenn uns nur ein imperiales Shuttle erreicht, war's das für uns! Ihr habt's gehört, Vanguard! Fangt diese Shuttles an! Wir sollten uns aufteilen! Truppenbefehle angreifen. Ziele auf einen Feind und tippe Y an, um einen Angriff zu befehlen. Deine Teammitglieder konzentrieren sich auf dieses Ziel, bis es zerstört ist oder du ihnen einen neuen Befehl erteilst. Hinweis: Wenn du eine Versorgung anforderst, beendet der Trupp seinen Angriff und kehrt zurück, um dich zu verteidigen. So nicht, meine Freunde. Da kommen noch mehr Shuttles. Mit Teils im Schlepptau. Die Shuttles dürfen nicht zum Sternenzerstörer. So, ihr wollt also da doch. Na dann, sag hallo. Noch ein Shuttle übrig. Ein Shuttle reicht Ihnen. Das war's mit den imperialen Transportern. Das war das letzte Shuttle. Gerade rechtzeitig. Systeme laufen. Zeit, den Hyperantrieb zu reparieren. Schafft uns Zeit und erledigt die Trägerschiffe des Imperiums. Du bist jetzt sicher. Ich rufe Y-Flügler-Unterstützung. Sie fliegen einen Bombenangriff auf die Trägerschiffe. Lasst keinen TIE-Jäger in ihre Nähe. Die Y-Flügler sind da. Vanguard, wenn unsere Bomber verlieren, war es das für uns. Schaltet die TIEs aus. Truppenbefehl verteidigen. Du kannst deinen Trupp befehlen, deine Verbündeten zu verteidigen. Ziele auf ein verbündetes Schiff bzw. eine Anlage und tippe Y an, um den Befehl zu erteilen, dieses Ziel zu verteidigen. Deine Teammitglieder versuchen jetzt, es vor Angreifern zu beschützen, bis du ihnen einen neuen Befehl erteilst. Die Teile auf Raketen. Auf die Erde. So, seid ihr auch bereit.
Okay. Nachschub ist auf dem Weg. Hab ich dich. An deiner Seite. Aus dem zweiten Trägerschiff geht die Knappe los. Toll gemacht, Vanguard. Die Bahntrieb ist fast bereit. Könnt ihr uns noch etwas mehr Zeit verschaffen? Keine Sorge, Vanguard hilft euch aus. Knappe, die restliche Zeit ausschalten. Wunderbar. Das war der letzte. Euer Timing könnte nicht besser sein. Wir sind fast fertig. Unsere Bomber sind hier raus. Danke für die Unterstützung. Wir führen einen letzten Test durch, Vanguard. Verteilt euch und haltet Wache. Oh. Tolle Flugmanöver vorhin, Kyo. Den Drift musst du jetzt auch dem Rest der Staffel beibringen. Soll ich dir was zeigen? Ich warte erst mal ab, ob 5 das hinkriegt. Okay, folge mir. Ich hab's auf der Cauchy-Sternstrecke gelernt. Erst leitest du alle Energie in deine Triebwerke und fliegst so schnell du kannst. Jetzt grillen wir die Brücke der Victor. Gleich kommt der Boost. Okay. Boost ist bereit, hau rein! Wenn du bereit bist, Wende abrupt. Schalte die Triebwerke ab und drifte. Du schaffst das auf jeden Fall. Hat jetzt aber gar nicht geklappt. Für enges Wenden und L halten, um zu driften. Okay. Ja, du hast was drauf. Ach so. Hey, wer heizt dir unsere Brücke ein? Diesen Rebellen wird das Imperium jetzt nie erwischen. Entschuldigt, Leute. Ist alles zum Wohl der neuen Republik. Ich, übe das Driften später. Ohne Zuschauer. Hyperantrieb ist einsatzbereit, Vanguard. Sollen wir uns aus dem Staub machen? Sammeln uns an eurer Position, Victoro. Okay, so funktioniert das. Wege zum Treffpunkt, wo ist denn der? Da unten. Dann wollen wir doch mal. Alles klar, Victorum, in Position. Wo geht's hin? Der Ort ist geheim. Haben euch gerade die Koordinaten gesendet. Erwischt. Dann mal los jetzt. Hyperraumsprung. In 3, 2, das sieht nicht gut aus. Was? Der Überantrieb hat wieder versagt. Nein.
weiß nicht, was los war. Alles lief super. Und dann fielen die Systeme einfach aus. Klingt ganz so, als wäre euer Morbi-Nullifikator blockiert. Setzt das System zurück und startet es neu. Das sollte helfen. Noch mehr imperiale Schiffe. Die müssen ihren Sternzerstörer sehr vermissen. Nein, sie wollen ihn zerstören. Könnt ihr sie noch etwas beschäftigen? Wir werden jetzt niemanden im Stich lassen. Alles oder nichts, Vanguard. Beschützt die Victorus. So, da kommen die nächsten. Systemneustart wird eingeleitet. Wie lange wird das dauern? Länger als mir lieb ist. Ein Riegel zur Verstärkung ist hier. Feuer auf den Raider konzentrieren. Das sind zu viele Jäger. Turbolaser sind wieder online. Gefahrtrieb ist beinahe bereit. Komm schon. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Bestätige, wir sehen uns auf der anderen Seite.
Seite, Victoro. Okay, den Raider habe ich leider nicht gekriegt, aber egal. Hier versteckt der Boss also sein Geheimprojekt. Wer begibt sich bitte freiwillig so nah an den Ringali-Nebel? War vielleicht der Gedanke dabei. Nicht mal ein Kampfschiff. Wow. Darum haben wir imperiale Schiffe gesammelt, um das hier zu bauen. Wir nennen es Starhawk und es wird uns dabei helfen, den Krieg zu beenden. General Syndulla. Hallo Vanguard. Willkommen in der Nadiri-Werft. Ich würde euch ja gern herumführen, aber das Imperium ahnt schon, dass wir etwas vorhaben. Sie werden nach uns suchen. Das heißt, dass wir Arbeit vor uns haben. Uiuiuiuiuiui. Wow. Die Victorum hatte weniger als 30% Rumpf. Die war kurz vom Kaputtgehen. So. An dieser Stelle mache ich jetzt allerdings eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Wird wahrscheinlich auch eine neue Folge. Nehme ich mal an. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mir beim Raumkampf zuzusehen. Es hat einige coole Szenen dabei gegeben, finde ich. Dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn ihr mögt. Herzlichen Dank. Bis dann.